Hallo und willkommen, wir spielen Humankind, die Lucy Open Dev der Entwickler. Wie immer, dort oben in der Ecke zu sehen, die Playlist für euch YouTube-Leute. Herzlich willkommen. Das betone ich deshalb, weil es ja auch eine Twitch-Reihe gibt, eine Livestream-Reihe und hier die Videoreihe, beide auf derselben Karte und spätestens jetzt mit ganz unterschiedlichen Entscheidungen. Und wir wechseln jetzt von der Antike in die Klassik und bislang schon viele Kleinigkeiten anders. Welche Provinz man wo sich holt, wie man die anschließt, auch natürlich wie die KI zieht, das weiß man ja vorab nicht. Jetzt kommt der erste ganz, ganz große Unterschied, denn die Kultur, die wir uns jetzt holen beim Sprung in die Klassik, ist eine ganz andere, einfach auch schon deshalb, weil ich mir gedacht habe, ich will mal anderes mit euch erleben. Einige von euch verfolgen vielleicht beide rein, deshalb jetzt eine andere Entscheidung. Vorher machen wir aber noch eine Sache, und zwar werden wir hier links oben zu sehen dort einen dieser Buttons nochmal drücken, und ja, wir sind ja im Augenblick eine ästhetische Zivilisation und das wird demnächst eine andere sein, und deshalb klicken wir einmal auf eine dieser beiden Sachen hier, Influence-Bombe, Einfluss-Bombe oder Tourismus. Das hatte uns ja schon gebracht, mehr Geld jede Runde. Das läuft 10 Runden lang. Das letzte Mal, dass wir das gemacht hatten, liegt 6 Runden zurück, deshalb jetzt noch 4. Das wird gleich nicht mehr zur Verfügung stehen und deshalb drücken wir das ein letztes Mal und Achtung, wir verlängern das jetzt auf wieder 10 Runden. Normalerweise würden wir das jetzt nicht machen, weil dann hätten wir 4 Runden verschenkt, aber wir wechseln jetzt ja. Und die plus 39, oder wie viel es auch gleich sein werden an Gold, die werden wir etwas länger haben. Ansonsten, was ist sie? Das ist sie, die neue Kultur. Wir wechseln rauf in diese Epoche und wir schauen uns an. Wir haben im Augenblick die Joe, die könnten wir auch weiterhin nehmen. Wenn wir die weiternehmen würden, würde uns das einen Ruhmvorteil bringen. Als Ausgleich dafür, dass wir als Malus haben, dass wir keinen neuen Bonus bekommen durch eine neue Kultur, den wir für den Rest der Partie hätten. Denn die oberste Zeile ist ja immer dieser Bonus, den man die ganze Zeit hat. Beim Let's Play auf Twitch hatten wir uns entschieden für die Perser bzw. für die Archämeniden. Die persische Geschichte ist sehr reich, eine der politischen Abzweigungen, die es da mal gab. Und das wäre der Bonus, den ich da so toll fand und der wirklich gut ist und den hätten wir dann bis in den Rest, bis zum Ende der Partie gehabt. 2 weitere Administratorenpunkte, mehr als man normalerweise freigeschaltet hat durch Forschung, durch Civic Points und so weiter. Und diese beiden Administratorenpunkte könnten wir halt benutzen, um 2 weitere Städte möglichst effizient zu bewirtschaften. Aber ohne allzu große Stabilitätsabzüge machen wir nicht. Stattdessen zeige ich euch erstmal die anderen Sachen, die wir nicht machen. Das sind hier die Römer zum Beispiel, auch die nicht. Die Römer würden uns bringen als passiven Bonus bis zum Rest der Partie, dass Armeen einen weiteren Einheitenslot haben können, also eine weitere Einheit als normalerweise aufnehmen können in die Armee, immer plus 1. Dann ein Gebäude, den Triumphbogen, der mehr Einfluss bringt, die Prätorianergarden mit der Spezialfähigkeit, dass sie immer die Feinde umzingeln können. Also die müssen sich, also man hat so einen Umzingelungsbonus, wenn man genau eine Einheit genau hinter dem Feind stehen hat und einen direkt davor. Das muss aber exakt davor und dahinter sein. Und bei denen reicht es, wenn man die nur so ein bisschen von der Seite flankiert, die Feinde, schon dann bei den vollen Umzingelungsbonus. Was uns auch nicht holen, sind die Ak-Su-Mieten. Da würde man mehr Geld bekommen durch Handel. Wir haben nicht viele Leute um uns drumherum, mit denen wir Handel treiben können. Und einen haben wir entdeckt, aber die werden wir gleich angreifen. Beziehungsweise einen Krieg vom Zaun brechen. Mehr Geld für Religionen und so weiter. Ist cool, Geld fehlt uns, aber dafür wiederum ist auch diese Einheit Schotelei für uns nicht so spannend. Deren Spezialeinheit, wir haben eine ganz coole gerade noch von den Chinesen, die nur eine ganze Weile noch nutzen können. Auch die Griechen nehmen wir nicht. Bei den Griechen hätten wir viel mehr Wissenschaft, ist nicht unser Hauptproblem im Moment. Wir hätten mehr Einfluss, das ist cool. Und wir hätten die Hopliten als Kampfeinheit. Die bringt einem extra Kampfstärke, wenn eine andere Einheit mit Phalanx-Spezialfähigkeit neben einem steht. Die Hopliten haben zum Beispiel diese Phalanx-Fähigkeit, also genau diese, um die es ja gerade geht. 2 Einheiten mit dieser Fähigkeit nebeneinander und die pushen sich gegenseitig. Wir gehen auch mal nach links gucken, was es hier so alles gibt. Hier gibt es die Maya beispielsweise, die bringen einem mehr Industrie. Das finde ich sehr verlockend. Plus 2 Industrie auf jedem Distrikt, der selber Industrie produziert. Also vornehmlich dann Industriebezirke, aber auch manche anderen können eventuell Industrie produzieren. Und dann noch hier ein weiterer Distrikt, den man bauen kann, der einem ebenfalls Industrie bringt. Und glauben, wenn daneben ein anderer Industriebezirk bringt, das ist fett, das ist sehr cool. Die eine dagegen, diese adeligen Speerwerfer, die einen speziellen Giftangriff haben, durch den das vergiftete Ziel
langsamer unterwegs ist und auch eine geringere Reichweite hat im Angriff, betrifft vor allem Fernkämpfer. Ist cool, aber der Hauptbonus, diese plus 25, das ist für diese Epoche jetzt nicht so unfassbar viel. Dann hier diese Einheit hier, Mauriarch, das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Stadtstaat im heutigen Indien. Und dadurch mehr Wissenschaft für Independent People. Das sind die unabhängigen kleinen Völker, die irgendwann auch kleinste Reiche bilden auf der Karte, die, wo man dann Patronage machen kann, also Schirmherr werden kann. Ein Feature, das wir bislang noch nicht nennen, benutzen, vielleicht später mal. Und ein Gebäude, das man bauen kann, die Stupa, die einem mehr Glauben bringt und mehr Wissenschaft. Und eine Einheit Samnaya, das ist ein Kriegselefant mit Reichweite, der ist cool. Weniger wegen den 30 Kampfstärke, die sind gut, aber nicht sensationell in dieser Epoche, sondern mehr wegen der Reichweite, Fernkampfangriff und Tempo, 3er Reichweite, 6er Geschwindigkeit, schöne Geschichte. Und außerdem, wenn die kämpfen ja von einer mächtigen Elefantenplattform aus, wenn man neben den Feinden steht, hat man normalerweise, wenn man als Fernkampfeinheit in den Nahkampf verwickelt wird, einen Kampfabzug und das gilt für die nicht, weil das sind solche Brocken, denen traut man auch zu, obwohl sie Fernkämpfer oben auf ihrem Rücken haben, erfolgreich zu sein im Nahkampf. Dann haben wir noch die Goten in der Auswahl, die gotische Kavallerie, auch eine coole Einheit, 31 ist okay, nicht sensationell, Geschwindigkeit ist okay. Und die haben eine extra Kampfstärke, nachdem sie geplündert haben, einmal geplündert und sie haben dann so einen extra Kampfbonus, den sie mitnehmen in den nächsten Kampf. Das gilt auch hierfür, plus 5 Kampfstärke, das ist der Bonus, den man bis zum Schluss der Partie hätte. Immer dann, wenn der Armee plündert, behält sie den erstmal eine Weile und Tumulus, ein Gebäude, bringt mehr Einfluss und mehr Glaubenspunkte. Alles cool, aber dann sind noch die Kelten im Spiel, das ist schon cool, die geben 2 mehr Nahrung auf jedem Distrikt, der selber Nahrung generiert. Das heißt, da kann man wirklich große Reiche aufbauen und die Städte, die viele Farmdistrikte haben, wirklich schnell wachsen lassen und jeder Bürgerpunkt, den man hat, ist potenziell auch ein Bürger, den man umwandeln kann in Armee. Im Gegensatz zu Civilization beispielsweise kostet eine Armee nicht laufend Unterhalt in Gold, sondern einfach nur einen Bürgerpunkt. Das ist das Element, die Spielmechanik, die einen so ein bisschen eindämmt darin, dass man vielleicht eine zu große Armee bauen könnte. Es wird immer ein Bürger abgezogen in Städten und ein großes Bevölkerungswachstum hilft einem, immer wieder neue Armeen aufstellen zu können. Nimeton, der heilige Garten, den wir hätten als Kelten, bringt mehr Glauben und mehr Nahrung. Die Einheit ist dagegen nicht so sensationell. Die Gelsati, die kennen wir auch von unserem Civilization Let's Play mit den Galliern. Da war das auch die Spezialeinheit Halbnackte oder, um der Wahrheit Ehre zu geben, nackte Kämpfer. Eine Söldnerarmee, eher ein Söldnerstamm, den die Gallier immer angeheuert hatten. Der kam so aus dem Bodenseeraum. Ein ganzes Volk, das dort lebte, ein größerer Stamm. Nackt in den Kampf gezogen. Kleine Kampfstärke, nur 24, dafür Wieselflink. Kein Wunder, die haben ja nicht viel Klamotten mit sich rumzuschleppen. Und eine Spezialfähigkeit, dass sie keinen Verlust haben an Kampfstärke, wenn sie verletzt sind. Das kann ja, das haben wir schon mal erlebt, 1, 2, vielleicht sogar 3 Kampfstärke-Punkte abzugeben. Wenn eine Einheit stark reduzierte Lebenspunkte hat, darunter leiden die nicht. Dann haben wir die ja noch im Spiel und die holen wir uns. Jetzt ist der Spoiler weg, jetzt ist der Spoiler Realität, die Karthager. Die Karthager bringen uns diesen Bonus, in den habe ich mich vor allem verguckt, bis zum Rest der Partie. Immer dann, wenn wir etwas kaufen, etwas, das man sonst bauen könnte in den Städten, wenn wir etwas kaufen wollen, dann kostet uns das nur die Hälfte an Geld. Wir haben bislang nicht viele Gelderträge, aber das können wir dadurch kompensieren, dass wir zur Hälfte des Preises shoppen gehen können. Wir haben Dauersale hier in unserem Reich, es kostet alles nur die Hälfte. Das ist der Spezialdistrikt, den wir bauen können. Der ersetzt den Hafen bei uns. Bislang hatten wir noch keinen Hafen gesetzt. Das ist ein Distrikt, den baut man neben die Küstenlinie auf dem Wasser. Und der gibt für eine relativ große Reichweite nicht nur 1, sondern 2 Felder Entfernung halt extra Nahrung. Und der Khotan oder das Khotan, ich glaube der Khotan, auch bei Civilization zum Beispiel unser Spezial, bei den Phöniziern der Spezialdistrikt, ich glaube da bei den Phöniziern, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, bringt extra Produktion. Und zwar 2 Produktionen für jedes Küstenfeld anbei, wenn ich das richtig verstehe, nicht für alle in 2 Reichweite, so wie die Nahrung gilt, sondern nur 1 Feld drumherum. Sonst wäre es ja auch sehr heftig, gucken wir uns alles an. Und gibt noch einen weiteren Worker-Slot, einen weiteren Arbeitsplatz in den Städten für Bürger, die noch extra Produktion erzeugen können. Und das ist ganz, ganz cool. Hafen kann man auch setzen, innen drin, auf einen See, das geht auch. Also falls wir eine Karte hätten mit einem großen Binnensee in der Mitte, könnte man auch doch diesen Hafen setzen.
Finde ich interessant. Wir haben jetzt nicht viele Küstengebiete bislang, aber wir werden welche haben. Einen haben wir schon entdeckt und da kann man sehr gute Dinge damit anstellen. Gucken wir uns gleich an. Und die Einheit finde ich auch schön. Das ist der Kriegselefant. Da lohnt es sich schon mal ein bisschen im Unterschied zu den Joe und der Einheit, die wir bislang haben. Der Kriegselefant hat eine 6er Bewegungspunkte. Das ist okay. Und hat 36er Kampfstärke. Ist auch gut, auch nicht jetzt, ich glaube nicht das Allerdollste und Höchste, aber ziemlich fett für diese Epoche. Ist auch eine fette Einheit, der Elefant. Und er hat eine Spezialfähigkeit, alles niederzutrampeln, ganz unten zu sehen. Ich sitze leider ein bisschen davor. Und das bedeutet, wir sind noch stärker. Wir haben einen Kampfbonus, wenn wir schwächere Einheiten angreifen. Und lange Zeit noch im Spiel werden wir schwächere Einheiten haben, denen dieser Kriegselefant begegnet. Und dann ist er noch stärker, weil er alles niedertrampelt. Wie auf dem Schulhof. Die Stärksten und Dicksten, die immer die Kleinen und Schwachen verprügeln, sind dann noch besonders kampfstark. Ist das unfair? Ja, aber wir sind hier auf Seiten der Täter und nicht der Opfer. Deshalb freuen wir uns über unsere Kriegselefanten. Was mich am meisten lockt, ist die Fähigkeit ganz oben. Aber alles drei finde ich interessant. Holen wir uns. Wir sind ab jetzt die Karthager. Und wir bleiben auch die Chinesen. Das ist ein Mischmasch der Kulturen. Steinzeit, antike Klassik, Joe, Chinesen, jetzt die Karthager in der Klassik. Mal gucken, was kommt. Und von allem nehmen wir uns ein paar Dinge zusammen, puzzeln die zusammen, lassen die verschmelzen. Die passiven Boni nutzen wir die ganze Zeit. Die Distrikte nur in der einzelnen Epoche. Und die Einheiten so lange, auch in künftigen Epochen noch, wie keine bessere Einheit desselben Typs kommt. Okay? Die holen wir uns. Und das ist, wie ihr oben an dem Icon seht, eine Geldkultur. Das heißt, der Balken, der sich gleich füllt mit dieser Sonderfähigkeit, die man irgendwann auslösen kann, da wird es um Money, Money, Money gehen, um Gold und Dukaten. Das nehmen wir an. Und Lucy wirft sich gleich in schicke weiße Klamotten, eine Goldkette an ihrem Hals und Goldschmuck an beiden Händchen. Ab jetzt setzen wir aufs Geld. Das sind die Karthager. As urban centers grow, both ideas and sewage are generated at a record pace. Arts and sciences flourish as military tactics and mathematical equations become as coveted as physical goods. Empires struggle to control these intangibles, however, as some might trouble their stability. Schon unsere Elefanten zu sehen und die Mauern unserer Feinde, die wir erstürmen werden. Die Landschaft verändert sich, das Stadtbild verändert sich. Schaut mal, wie die Häuser sich wandeln. Mittlerweile jetzt keine chinesischen Häuser mehr, sondern karthagische. Ich hoffe, niemals wird irgendjemand Salz in unseren Boden rein drauf bringen. Wer ein bisschen geschichtskundig ist, weiß, was ich sage. Ich sag's lieber nicht laut, worum es geht. Ich sag's ja doch, also irgendwann, als Karthago dann fix und fertig gemacht wurde, wurde Salz in den Boden der Ruinen von den Feinden gestreut, nach dem Motto, hier soll nie mehr irgendetwas wachsen. Und wir haben zugleich die Kunst des Schreibens erforscht und haben damit einen neuen Bonus bekommen, nämlich einen weiteren Civic Point, den wir unter Umständen jetzt auch gleich schon einsetzen werden. Und wir haben diese neue Fähigkeit, die Merchant, die Händlerfähigkeit, eben hatten wir die Ästhetenfähigkeit und dadurch bekommen wir extra Geld. Und es bedeutet, jede Ressource, die wir kaufen, ich muss mal selber das mal durchlesen, von einem anderen Imperium, kann verkauft werden an eine dritte Partei. Sodass es gar nicht mehr darum geht. Und damit können wir andere Leute versorgen mit Dingen, die selber gar nicht vom originalen Imperium kaufen könnten. Das heißt, wir können einkaufen und verkaufen und nicht nur bilateral tauschen. Und wenn ein Imperium eine solche gehandelte Ressource von uns kauft, bekommen wir das anderthalbfache der Kosten, die wir gerade ausgegeben hatten bei der Ziffer, bei der wir eingekauft hatten. Das heißt, wir haben einen Gewinn immer von 50%. Und so wird unser Imperium zu einem interessanten Alliierten für jeden. Und wir können genießen, dass wir eine geringere, wahrscheinlich, das ist seltener bei uns passiert, dass andere uns angreifen können, weil wir einfach ein wichtiger Handelspartner sind für andere, den man wertschätzen muss. Klingt cool, aber wir haben bislang. Also alle, die wir kennengelernt haben, haben wir entweder vernichtet oder wir haben vor, sie zu vernichten. Ist also ein bisschen früh, aber vielleicht haben wir auch in Zukunft irgendwann eine Händlerkultur und wissen jetzt schon mal, wie das Ganze funktioniert. Also das haben wir auf jeden Fall verstanden. Und freuen uns an dem, was möglich war.
Das ist die Händlerfähigkeit. Die hat also nicht so einen Balken, sondern das ist eine ganze Zeit eine Fähigkeit. Das ist der neue Civic Point. Wir können jetzt ein Market Quarter bauen, ein Marktviertel. Das ist gar nicht so spannend. Schaut mal, ein Geld nur. Und vielleicht unter ein Geld, wenn drumherum ein Farmer Quarter, ein Bauernviertel ist für jedes Einzelne. Das ist aber nicht so sensationell. Aber es kommt ja noch was drauf. Wir können auch ein Food Market bauen, also einen Nahrungsmarkt. Und der gibt uns dann nochmal für jedes Marktviertel nochmal ein Geld drauf, für jedes Pharmaquartier, das drumherum ist, und nochmal fürs Marktquarter selber. Das heißt, diese Boni hier werden quasi verdoppelt, wenn wir dieses Gebäude im zentralen Stadtviertel platzieren. Und wir können ein Haus der Schreiber noch bauen, was für jeden Bürger, der im Job, im Beruf eines Forschers unterwegs ist, einen Wissenschaftspunkt noch extra ihn erzeugen lässt. Das haben wir geschafft und wir haben eine große Tat vollbracht. Wir haben das Schreiben erforscht als Erster. Dafür bekommen wir 50 Ruhm extra. Und zur Erinnerung, das ist hier oben. Das sind die großen Taten, wo wir wetteifern mit anderen. Derjenige, der als Erster eine solche Sache schafft, zum Beispiel ein Wunder zu bauen, bekommt Ruhm dafür. Die sind die alle aufgelistet. So, und das sind die neuen Ära-Punkte. Das sind die neuen Boni, der Bonus von vorher. Wenn ein Distrikt kostet 5 Stabilität, aber wir bekommen 2 zurückerstattet. Das haben die Chinesen uns vermacht und das ist das, was wir hier ab jetzt nutzen, dass wir zur Hälfte des Preises shoppen gehen können. Und das sind die Dinge, die wir bauen können. Und das sind, hier bekommen wir Ära-Punkte, 4 weitere Civs und wir bekommen 4 weitere Techs, entschuldigt bitte, und wir bekommen einen ersten von den 7 Sternen, die wir brauchen, um ins Mittelalter voranzuschreiten. Wir müssten noch 3 weitere Einheiten abschlachten für den nächsten Ära-Punkt. Wir müssten hier noch weitermachen. Im Augenblick kann man 9 Distrikte, 19 kontrollieren, dann wäre das voll. Mehr Einfluss, mehr Territorien, da sind wir weit von entfernt, und noch mehr Bürger. Aber trotzdem, das wird sicher bald wachsen. Sehr schön. Wir sind auch die Ersten, die dort ankommen. Schaut mal, die allerersten. Wir liegen beim Ruhm weit vorne. So, wie geht's weiter? Erstmal betrachten wir unsere Städte. In Himmelsdach, Stabilität sackt ab, aber 48 ist okay. 30 bis 90 muss es sein. In 2 Runden ist der Shanxi fertig. Der ist immer noch baubar, weil kein besserer Einheit bislang da. Immer noch chinesische Spezialeinheit baubar. Und ihr seht die 28 im Vergleich zu dem, was eben so diskutiert wurde. Das ist jetzt schwächer als unsere neue Spezialeinheit, die wir noch nicht bauen können, glaube ich, aber die immer noch gut genug ist, die immer noch nicht erforscht. Hier sehen wir die beiden Militärpunkten. Kommt noch, die ist noch nicht erforscht, die ist noch nicht in der Bauschlange drin. Danach geht es weiter mit einem weiteren Arbeiterviertel und einer Pferderanche, die wir bauen wollen. Wollen wir denn noch eine weitere bauen? Die brauchen wir gar nicht unbedingt. Oder nee, wir wollten das machen, glaube ich. Das ist hier, damit wir von hier an auch weiter bauen können. Das hatten wir uns, glaube ich, gedacht, ne? Könnte von hier nach rechts rüber. Ist egal, gucken wir uns nachher nochmal an. Und wie ist mit Stabilität und Nahrung in Himmelsdach? Nahrung ist okay. Gering, aber okay. Und alle Bürger sind in der Industrie. Nächster Bürger in 3 Runden. Dann einen Blick in unsere zweite Stadt in Kupferklippen zeigt uns. Nahrung ist nicht sensationell, aber okay. Die Leute hungern ein bisschen. Die Steinmetzkunst, der Steinbruch kommt. Und dann kommt die Einheit. Und dann eine Luxusressource anschließen und den können wir eventuell abziehen. Nee, dann gibt es hier eine Stufe drunter. Mal dann Nahrung, dann lassen wir das lieber so. Und Stabilität pendelt nicht weiter, ist genau bei 45. Dann haben wir hier noch einen Außenposten, der wird in 7 Runden zur Stadt sein. Den könnten wir beschleunigen durch ein bisschen Geld. Da könnten wir sofort weiterbauen, das wäre auch verlockend. Wir hätten allerdings ein Stabilitätsproblem vor Ort. Uns fehlt noch ein weiterer Administrator, der ist nicht weit weg allerdings, wenn ihr mal mit mir hier schaut. Der nächste Administrator kommt, wenn wir das wollen, hier in der Philosophie. Jetzt können wir nämlich über die Epochengrenze hinaus forschen. Bislang war das die Decke, an die wir gestoßen sind. Jetzt können wir eins weitergehen. Die Schreibkunst ist erforscht worden. Wir könnten sofort hingehen. In 3 Runden hätten wir den Administratorpunkt. Oder wir sagen, falls es demnächst Ärger gibt mit den Mykenern, erforschen wir erstmal die Rammen, damit wir bei Belagerungsschlachten Wälle kaputt machen können und außerdem Verstärkungen nutzen können.
Das wäre die zweite Möglichkeit. Und ich glaube, unseren Spezialdistrikt, den müssten wir eigentlich schon bauen können. Wir gucken mal, ob das stimmt. Das sind alles sehr schöne Gebäude, die hier kommen. Ich glaube, es geht. Wir gehen mal gucken. Also ich würde gerne... ich glaube nicht, dass der Krieg jetzt sofort kommt, denn der Kriegsdurst ist noch nicht so da auf unserer Seite unter der Feinde. Lass uns zuerst den weiteren Civic Point uns, den weiteren Administratorpunkt uns holen und dann beschleunigen wir die Stadt hier und dann können wir anfangen, coole Dinge da zu bauen, ja? Ach, wir machen das einfach jetzt schon. Zack, da ist er. Kein Gouverneurstitel da, kein Administrator. Wir sind bei 68, das wird absacken auf 35, das geht aber noch. Die 35 gehen. Unter 30 darf es nicht sein. So hätten wir ein ernsthaftes Nahrungsproblem, so haben wir keines. Und jetzt helfen wir ein bisschen nach und können, und gucken mal, wir können ja billig einkaufen. Wir könnten ein Stabilitätsgebäude bauen, damit es hier oben bleibt, oder beginnen in Nahrung zu investieren. Das sind die Stabilitätsgeschichten. Das wäre der öffentliche Brunnen, durch den wir 15 Stabilität mehr hätten. Der kostet uns noch 84 Gold. Das ist echt cool, ein Karthager zu sein. Und jetzt pendelt sich das etwa weiter oben ein. Wir müssen uns nicht so viel Sorgen machen. Und dann gehen wir rein in... Achso, dann gucken wir, ob wir schon unseren Hafen, unseren Spezialhafen bauen können. Da ist er. Das ist der Koton. Und wenn wir den hier hinsetzen... Schaut mal hier, gibt es unfassbar viel Nahrung und unfassbar viel Produktion. Ich zeige es euch nochmal. Das hier unten haben wir noch nicht aufgedeckt. Vielleicht sollten wir noch eine Einheit drunter ziehen, um weiter gucken zu können. Das sollten wir auch machen. Und hier in den Hafen gesetzt, das ist schon sehr cool. Wenn wir hier oben ein Handwerkerviertel hinsetzen, gäbe es 9 mehr. Baukosten hier betragen normalerweise 70 und der Hafen beträgt 80. Den kann man es echt leisten. Da haben wir beide Probleme, beide Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der kostet uns wieder etwas Stabilität, aber nicht so viel. Wir haben, haben wir immer noch die Chinesenfähigkeit, kaufen wieder für 67 und haben jetzt, können den jetzt hier rüberpacken und können jetzt in die Industrie gehen, haben 19 Runden den nächsten Bürger. Stabilität ist auch halbwegs okay. Und jetzt seht, oh, guckt euch das mal an, was wir hier erschließen. Alle Gebiete mit diesen, wo diese Grafik drauf ist, die gehören alle zum Hafen dazu. Also erst 2er Reichweite, wird Nahrung gesammelt und die Produktionserträge, die werden in der Mitte erzeugt. Das ist eine Zahl 10, 10 Industrie. Das müsste sein, 2 Industrie für jedes Küstengebiet daneben. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 mal 2 sind 10. Dafür gibt es jeweils die Produktion und die entsteht hier. Das ist echt klasse. Und die Produktion beträgt jetzt 29. Einen weiteren Distrikt zu bauen. Oh Gott, jetzt werde ich größenwahnsinnig. Hier oben 8 Nahrung mehr und 8 Produktion wird uns empfohlen. 1, 2, 3, 4. Das könnte man echt machen. Und wir kaufen für 87 Gold ein. Sehr schön. Wir haben jetzt 38 Industrie. Da steht der Distrikt. Das ist schon sehr cool für so eine kleine Stadt. Und jetzt gehen wir noch rein. Ein Pferderanch. Jetzt setzen wir ein Markers Quarter irgendwo hin, das sind die Gebiete hier in der Mitte, und bauen Richtung links, damit wir noch mehr Produktion bekommen. Gehen hier hin und dann nach oben weiter. Und das bauen wir jetzt mal regulär, das Geld haben wir nicht. Alles gut. Fein, so schnell haben wir das ausgebaut. Und wenn erst der Administrator dazukommt, schaut mal da links, dann verlieren wir unterste Zeile im Tooltip
den -30-Bonus dafür, dass die Stadt nicht administriert ist, und dann wird die Stabilität, die sich im Augenblick Richtung 45 bewegt, dann Richtung 75 sich bewegen. Wenn wir erst über 90 sind, dann hätten wir sogar den Bonus bei den Civics, bei der Generierung. So, jetzt haben wir die Stadt hier fertig und die hört auf den Namen Karthago. Da macht man nichts falsch. Ich finde, der Name ist optimal. Wird von uns noch verändert? Das ist Karthago, eindeutig. Klasse. Da können wir von hier aus nämlich weitere Außenposten anschließen. Wir können da oben hingehen. Dieses Territorium hier war ja von Himmelsdach aus erschlossen worden. Und von hier aus kann man dann Außenposten hier oben ansetzen. Hier kann man auch einen Hafen sehr cool setzen. Und, oder hier hinten. Und hier in die Richtung auch. Diese beiden Gebiete hier unten, das hier und das hier, das ist nicht so spannend, weil da gar keine Ressourcen sind. Aber es gibt viele Wasserflächen. Wenn wir uns den erschließen und dann einen Hafen draufsetzen, gibt es viele Nahrung und viel Produktion. Da kann man locker zwei Häfen vielleicht unterbringen. Einen hier vielleicht und einen hier. Das sieht sehr toll aus und in dem Gebiet hier könnte man hier vielleicht hier einen hinsetzen, hätte man auch vier drumherum. Nee, das ist dieses Gebiet hier. Ah, das hier geht die Grenze genau da durch. Grenzenüberschreitend wird das nicht gemacht. Aber auch da finden wir sicher einen Platz. Das ist echt fein. Das ist echt fein. So, und in Himmelsdach und in den anderen läuft alles wie gehabt weiter. Einen weiteren Punkt in Karthago. Ne, das ist der, der gerade entstanden ist. Ein neuer Ära-Stern. Das ist aber von der alten. Das sind alte Notifikationen. So, jetzt müssen wir weiter rumziehen. Die hier wollten wir uns schnappen. Und die hauen vor uns ab. Lass uns mal die Grenzen begucken. Die haben sie jetzt eine richtige Stadt gegründet. Eben nur Außenposten, jetzt Stadt. Das heißt, jetzt können wir die nicht mehr ohne weiteres angreifen. Jetzt sind die eine richtige Ziff und dafür brauchen wir demnächst auch die Rammen für den Angriff auf die Stadt, um den Fortification, den Verschanzungsbonus der verteidigenden Einheiten über Zeit zu brechen, sonst kommen wir da nicht durch. Und was wir auch mal machen können, hier nochmal in die Diplomatie reingucken, Kriegsdurst auf beiden Seiten, -1 bei denen, +3 bei uns. So langsam ausdehnen und je mehr Einfluss wir erzeugen beim Blick auf die anderen drauf, je dichter wir an die rankommen und je mehr Einfluss wir drauf pressen, desto eher können wir Forderungen erstellen, bei denen rückt uns das Territorium XY raus oder ihr habt euch einen Außenposten an unseren Grenzen geholt, wo wir einflussreicher sind, und jede Forderung, die wir stellen und die dann zurückweisen werden wahrscheinlich, steigert bei uns den Kriegsdurst und macht es uns möglich, irgendwann einen Angriff durchzuführen. Auch jetzt könnten wir jederzeit einen Überraschungsangriff durchführen, der würde uns allerdings als Verräter brandmarken. Bei anderen Reichen, bei denen natürlich sowieso hier vor Ort, und würde unseren Ruf schädigen und es wäre nicht so super cool. Kann man natürlich trotzdem machen, aber ohne Not muss man ja nicht unbedingt. Wir kriegen das auch so hin. Schaffen wir auch so. Und je höher der Kriegsdurst ist, desto besser hilft einem das auch, und je geringer der Kriegsdurst auf der Gegenseite ist, am Schluss des Krieges alle Beute sich zu holen, die man braucht, und den Gegner zur Kapitulation zu zwingen und auch mehr Geld aus dem Gegner rauszupressen. Wenn er überlebt hat. So, die hier können wir dann allerdings jederzeit angreifen. Mit ihnen. Die beobachten wir mal. Sind die mittlerweile ausgeheilt? Ich renne hier mal lang, die beobachten wir von hier oben, mal gucken, wo die hinwollen. Und bei denen, die heilen ja, würde ich sogar sagen, die können wir mal auslösen und ihnen vor Ort einen weiteren Bürgerpunkt geben. Damit können wir die heilen mit einmalig Geld. Wir fügen sie aber hier vor Ort hinzu, dann haben wir einen zweiten Bürger. Und die Stadt Karthago. Wir haben einen weiteren Bürger, mit dem wir hier arbeiten können. Mehr Produktion. Und das Bevölkerungswachstum wird auch etwas schneller gehen. Dann ziehen wir mit den anderen Einheiten.
Oh, die können wir in die Zange nehmen. Oh, das ist gut. Das machen wir auch. Versuchen, die so zum Kampf zu stellen. Treffen Sie mal an. Feind bleibt stehen. Jetzt, das ist gut. Wir stellen uns hier oben hin. Höhenunterschied. Feind steht hier hinten. Wir können auch mit gleicher Höhe angreifen. Wir sind etwas stärker als der Stamm, weil die noch Steinzeit sind und wir nicht. Deshalb haben wir plus 3. Keiner Kampfboni sonst. Wir bleiben immer hier stehen. Vielleicht machen die den Fehler, uns anzugreifen. Wobei, wenn ich die wäre, ich würde einfach stehen bleiben, dann hätten die den Defending-Bonus, den sie im Augenblick nicht haben. Warum sollten die uns hier angreifen? Die wären bescheuert. Wir greifen direkt an. Wir haben 6 Punkte verloren, die 45. Sie bleiben stehen, weil sie uns unterlegen sind. Dann haben die wenigstens den plus 1 Defending-Bonus. Wir haben, aber haben auch einen weniger, weil sie verwundet sind. Jetzt haben wir sie. Klasse. Sehr schön. Und wir haben einen Veteranenpunkt drauf bekommen. Großartig. Und denen geht es jetzt nicht mehr so gut. Ist gemein. Diese Lache war gemein, aber dafür kam sie wenigstens vom Herzen. Weitermachen, immer weitermachen. Ich nehme gleich dahinter jetzt nach dieser die nächste Folge für euch auf YouTube auf und wünsche euch viel Vergnügen noch hier mit diesem Let's Play. Bis bald. Ah, wir sind jetzt in der Klassiker angekommen. Sehr schön.